Und es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier mit Farthest Frontier und mit mir, mit The Only One. Ja, wir müssen, glaube ich, nach Wachs Ausschau halten, beziehungsweise Wachs überprüfen. Das hat wohl gefehlt. Ich schaue nochmal ganz kurz. Jawohl, hier im letzten Jahr produziert 28 Kerzen. Wir haben im Lager auch ein bisschen was. Aber ich glaube, das mit dem Wachs, das funktioniert noch nicht ganz so gut. Sind alle nichtstuend. Das würde heißen, wir werden einmal nach unseren... Ja, wo kriegen wir Wachs nochmal her von unseren... Wo machen wir denn nochmal Wachs eigentlich? Hier bei unseren Imkereien. Hier haben wir einen Honigbonus von 80%. Hier haben wir 71. Ja, dann würde ich sagen, machen wir einmal noch. Oder noch ein paar mehr. Imkereien. Wo waren die nochmal? Nein, das war die Räucherei. Wo hatten wir noch einmal unsere Imkereien? Das ist jetzt wieder die Frage. War das eine Ressource? Lager war es natürlich nicht. Ich finde es wieder mal nicht. Typisch. Vielleicht wisst ihr das noch. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Wo war das nochmal? Hm, haben wir hier die Jagdhütte, die Sammlerhütte, die Fischerhütte, einen Acker und eben die Räucherei. Ist es nicht dabei gewesen? Bei Annehmlichkeiten glaube ich auch nicht. Was haben wir denn hier noch? Die Bibliothek, eine Gildenhalle. Oh! Die ist neu dazugekommen. Beaufsichtigt Industrie- und Dienstleistungsgewerbe in der Siedlung und verbraucht Papier, um die Effizienz zu erhöhen. Und eine Gruft bietet Dorfbewohnern die Möglichkeit, ihre Toten zu begraben und die Trauer ihrer Familie zu lindern. Gruften müssen auf einem Friedhof gebaut werden, können jedoch wesentlich mehr Gestorbene auf Dorfbewohner aufnehmen. Ja, cool. Da ist nochmal was Neues dazugekommen. Das ist ja richtig schön. Gut, aber jetzt müssen wir trotzdem nochmal nachgucken, wo waren denn nochmal die Imkereien? Windmühle, Bäckerei, Scheune, Obstplantage, die Käserei und die Konservierungsstätte. Da war es nicht dabei. Ah, hier ist sie doch. So, das heißt, wir müssen uns eine schöne Wiese suchen, wo wir noch ein bisschen Honig bekommen. Honigbonus 63, 61. Das hört sich doch gar nicht so schlecht an. Ja, da würde ich sagen, machen wir hier hinten mal ein. Hier vielleicht auch noch ganz gut. 63, 64, 65. Ja, hier machen wir einmal eins rein. Das sieht schon mal schön aus. Und dann würde ich sagen, hier auch noch mal bei unseren Obstplantagen. 58, 60%. Ja, dann nehmen wir doch die 60% noch mit. Oder 61. 61% nehmen wir die auch noch mit. Dann ist ein Händler eingetroffen. Ein Dorfbewohner wieder mal dehydriert. Und unsere Feldfrüchte sind leider auch wieder verdorben. Können wir hier irgendwas verkaufen? Glaswaren? Naja. Nur durchschnittlicher Preis, aber immerhin einmal weg damit. Oh, und hier könnten wir Medizin verkaufen. Das ist doch ganz gut. Da bringen wir mal was rüber.
Was wir brauchen könnten, wäre ja ein paar Kerzen. Da haben wir, glaube ich, zu wenige. Moment, wir schauen nochmal. Wobei, 67. Das sollte eigentlich erstmal ausreichen. Dann verkaufen wir noch ein bisschen Medizin. Oh, ist der Händler schon wieder weg? Ist es schon wieder ein neuer? Okay. Weit unterdurchschnittlicher Preis. Nein, dann verkaufen wir die nicht. Da wollen wir schon einen guten Preis für haben. Für unsere Konserven. So, wir haben inzwischen... Ja, Bier haben wir ja schon mal gekauft. 227, das sollte erstmal ausreichen. So, und wir hätten ein paar Goldbarren. Was wäre das denn hier? Luxusgüter halten 20% länger. Wäre natürlich gar nicht so verkehrt. Aber ich weiß nicht, ob wir uns das wirklich leisten sollen. Das kostet 3000 Goldbarren. 5000 haben wir nur. Na, ich würde sagen, da warten wir mal noch ein bisschen. Da warten wir mal noch ein wenig. So, noch irgendetwas, was wir dringend bräuchten? Sieht eigentlich soweit gut aus. So, dann hoffe ich, dass wir jetzt mehr Wachs produzieren. Und dann würde ich mir ja mal... Was würde denn die Gruft kosten? Die würde nur 500 Goldbarren kosten. Die würde ich mir ja gerne mal anschauen. Die wird direkt hier drauf... Das ist ja cool. Schaut mal, Leute. Mega cool. Die wird direkt hier drauf gesetzt. Also entweder machen wir die gleich hier mit hin. Oder auf unseren anderen Friedhof hier hinten. Da würde das ja vielleicht auch ganz cool aussehen. Die könnten wir direkt hier reinsetzen. Weil ich das eigentlich hier unten ganz schön finde. Ich glaube, wir machen das mal hier hin. Eine Gruft hier einmal draufgesetzt. Das machen wir. Da wird eine Gruft gebaut. Dann haben wir hier im Hintergrund noch den Friedhof. Hier die Gruft. Hier könnten wir notfalls nochmal einen Friedhof machen. Sehr schön. Ein Dorfbewohner ist leider gestorben an Altersschwäche. Brieger ist von uns gegangen. Alles klar. So, wie sieht es mit den Steinen aus? 125. Ja, ich hoffe, dass wir jetzt mal bald noch viel mehr Steine bekommen. Sind denn da wieder welche dazugekommen? Hier, die werden, glaube ich, schon abgebaut. Ja, die werden hier abgebaut. Okay, sehr gut. Wie sieht es mit unserem Arbeitercamp aus? Wir könnten ja... Hier sind auch nochmal Steine. Hier ist eine... Ach, das ist schon ein ausgebautes Waldarbeiterlager. Die bauen gerade Steine ab. Okay, das lassen wir hier stehen. Das ist die temporäre Unterkunft. Hier fehlt, glaube ich, jemand. Hier muss wieder jemand rein. Ja, und hier könnten wir vielleicht nochmal dieses Lager. Die machen Holz. Hier fehlt auch wieder jemand. Da setzen wir auch wieder jemanden rein. Und wo ist denn das andere Waldarbeiterlager? Hier ist eins. Hier ist eins. Ach, das ist das hier. Das könnten wir vielleicht verschieben tatsächlich. Das würde ich gerne hier oben hin haben wollen. Hier zu den Steinen. Das fände ich ganz cool. Dann können wir da die Steine besser noch abbauen vielleicht. So, unsere Gruft, die wird hoffentlich errichtet. Da brauchen wir auch wieder 60 Steine für. Wie sieht es denn aus mit unserer Arbeiterkraft und unseren Bauhandwerkern? Wir haben 35 und wir bräuchten 46. Das ist nicht so gut. Wir haben aber noch Platz für ganz viele Dorfbewohner. Also ich hoffe, dass wieder noch ein paar zu uns ziehen. Unsere Lager sind, glaube ich, auch voll. Stapelplatz ist voll. Warenlager ist voll. Der Rübenkeller ist auch voll. Hier ist aber noch Platz im Rübenkeller.
Und hier den verbessern wir einmal. Da ist auch noch Platz. Da nehmen wir erstmal einen raus. Und in der Schmiede auch erstmal. Die könnten wir verbessern. Würde uns das bringen? Zusätzliche Arbeitskräfte, zusätzliche Rezepte, schnellere Gegenstandsproduktion und erhöhte Robustheit. Auch richtig cool. Hier war nochmal eine Sägegrube. Und die Gießerei. Ja gut, das lassen wir erstmal. Brauchen wir erstmal noch nicht ausbauen. Das Warnlager. Ach, das ist schon ausgebaut. Das ist einfach auch nur voll. Dann müssen wir das hier nutzen. So, wieder ein Dorfbewohner leider. Ach, das ist aber ärgerlich. Wir wollten doch Zuwanderer. Das ist natürlich sehr ärgerlich. So, hier ist auch das Lager voll. Okay. Das sieht aber doch gut aus. Wir haben genug Nahrungsvorräte. Die Stimmung ist auch sehr hoch. Das ist hervorragend. Hier könnten wir noch einen Brunnen ausbauen. Das machen wir einmal. Das können wir uns leisten. So, und ich hoffe, dass das jetzt mit den Kerzen, mit dem Wachs auch wieder besser läuft. Wir liefern hier zumindest und stellen Kerzen her. Also das sieht doch gut aus. Sehr schön. Was hatten wir jetzt noch für ein neues Gebäude? Eine Gildenhalle. Die kostet 2500. Und dann nochmal die Bibliothek. Ich glaube, wir produzieren ja bereits Bücher. Wir hatten doch schon hier oben eine Papierfabrik. Das ist der Rübenkeller. Und hatten wir auch schon eine... Ja, also Papier wird schon mal hergestellt. Machen wir auch schon Bücher? Frage ist natürlich wieder, wo waren die jetzt wieder? Buchbinder. Doch, wir haben einen Buchbinder bereits. Wir haben bereits einen Buchbinder. Wo ist der nochmal, ist die Frage. Ja, das weiß ich leider nicht mehr, wo wir den hingestellt haben. Wir haben einen Schuster, wir haben eine Weberei, wir haben hier die Kerzenwerkstatt. Gut, aber wir produzieren zumindest Bücher. Das heißt, wir könnten auch schon eine Bibliothek bauen. Die würde, oh, die würde Attraktivität bringen. Wie groß ist die? Oh, die ist sehr groß. Die würde hier unten doch wunderbar reinpassen. Da hätten wir hier einen großen Attraktivitätsbereich. Das sähe ja toll aus. Oder hier sogar vielleicht. Ja, ich glaube, hier würde mir die auch gut gefallen. Hier eine Bibliothek hinein. Das sieht schön aus. Hier hätten wir dann einen sehr schönen Bereich mit Attraktivität. Der ist wirklich sehr weitläufig. Ja, oder hier könnten wir es natürlich auch reinstellen vielleicht. Das ist jetzt die Frage, was würde uns mehr bringen? Wir schauen nochmal kurz. Wir haben hier 75, 62, um die 70 und ich glaube mit 85, ja, 85 würden die wieder aufgewertet werden. Hier würde es vielleicht auch schön aussehen. Hätten wir ein paar über 80. Ja, ich glaube, wir bauen die hier rein. Hier zu dem Brunnen dann nochmal eine Straße. Da ist sogar angezeigt, in welche Richtung das stehen soll.
Ich glaube, hier würde mir das sehr gut gefallen. Hier vor dem Platz. Das machen wir. Einmal hier und dann muss da natürlich einmal eine Straße wieder hin. Wird einmal hier rumgebaut. Und dann können wir hier den Platz noch erweitern. Ah, cool. Wo war nochmal unser schöner Platz? Haben wir da? Das sind ja... Das sind einfach nur die Bänke. Kleiner Platz mit Bank. Oh, die können wir sogar auch verbessern. Genau, und dann kleine gerodete Parzelle. Mittlerer Platz, den kriegen wir hier nicht mehr hin. Wir brauchen einfach nur einen kleinen Platz hier noch. Hier. So. Und das könnten wir sogar noch verbessern. Ob das dann auch schöner aussieht? Bringt uns das irgendwas? Das versuchen wir mal. Vielleicht sieht es dann nochmal anders aus. Das verbessern wir mal. Und hier, wenn die Straße steht, muss natürlich eine Steinstraße her. Hier kommt jetzt unsere Bibliothek hin. Und 10 Menschen wollen zu uns. Das ist sehr schön. Natürlich nehmen wir die auf. Hervorragend. Hier könnten wir die Straße nochmal entlang führen. Und hier auch nochmal für Deko sorgen. Das gefällt mir ja. Die Bibliothek, gut, die ist jetzt zwar hier neben der Brauerei, aber ja, was soll's. Hier ist halt auch so ein schöner Platz. Hier können wir noch für einen kleinen Platz sorgen. Ich denke, das ist in Ordnung. Und wir haben recht weitläufig für Attraktivität gesorgt hier. Sehr, sehr schön. So, was hatten wir hier in unserem Tempel drinnen? Unterhaltskosten verringert. Das ist auf jeden Fall schon mal cool. Und wir hätten noch Platz für eine weitere, für ein weiteres Relikt. Das heißt, da können wir uns nochmal eins kaufen, wenn wir nochmal ein schönes finden. Ah, sehr, sehr schön. Haben wir noch was Neues bekommen? Ja, eben noch die Gruft, die haben wir ja schon. Ist die schon errichtet? Und eine Gildenhalle noch. Die müssen wir dann auch noch erbauen. Ja, schaut mal unsere Gruft. Ah, die schaut ja auch cool aus. Sehr schön. Das ist unsere Gruft. Und es sieht da, ja, aber 800. Trotzdem, nein, das ist die Gesundheit. Kapazität, hier, schaut mal. Wahnsinn, hier ist nochmal Platz. Bietet nochmal die Möglichkeit, unsere toten Dorfbewohner zu begraben. Da ist natürlich jetzt viel mehr Platz. Das ist ja cool. Normalerweise wäre hier nur... Hier ist zum Beispiel Platz für 36 auf unserem Friedhof. Und hier haben wir jetzt Platz für 2000. Na, da brauchen wir erstmal keinen weiteren Friedhof errichten. Und das sieht noch richtig schön aus. Da könnten wir auch noch ein bisschen verschönern vielleicht. Einmal die Straße hier noch entlang ziehen. Sieht es denn schön aus? Einmal so, ja. Und vielleicht könnten wir da noch für eine schöne Dekoration sorgen. Eine kleine Statue oder einen Zierbaum. Gut, hier ist die Attraktivität zwar irrelevant. Was würde ein Zierbaum kosten? 35, ja, den können wir uns doch leisten. Machen wir hier noch ein Zierbäumchen hin. Sehr schön. Was fehlt hier in der Weberei? Wie sieht es mit unserer Arbeiterkraft aus? 31. Das waren doch gerade noch 35. Das heißt, wir können hier erstmal keinen weiter einsetzen. Müssen erstmal so lassen. Das heißt, jetzt wird als nächstes aber eine Bibliothek errichtet. Ja, doch, das sieht doch schön hier aus. Vor allem hat dieses Häuschen dann bestimmt auch genug Attraktivität, um ausgebaut zu werden. Und hier ist noch Platz. Was machen wir da noch hin? Da muss auch noch irgendwas Schönes dann hin.
So, wunderbar. Haben wir noch irgendwas übersehen? Kam noch irgendwas Neues dazu? Hier noch richtig schöne Zäune. Ressourcen, da kam nichts weiter hinzu. Nahrung auch nicht weiter. Das haben wir alles schon einmal gebaut. Jawohl, okay. Schule haben wir. Geschmückten Stamm. Haben wir keinen geschmückten Stamm? Ich dachte, wir hätten hier irgendwo einen errichtet. Hier, das ist doch ein geschmückter Stamm. Hier steht 0. Na gut, das ist dann anscheinend ein Fehler. Rattenfänger haben wir auch. Kneipe haben wir eine. Apotheke haben wir eine. Ein Theater haben wir eins. Und wir bauen jetzt gerade eine Bibliothek. Sehr schön. So, der Winter steht auch schon wieder vor der Tür. Oh, hier wird aber errichtet. Sehr gut. Unser kleiner Platz mit dem Brunnen wird auch gerade fertig gemacht. Ja, und unsere Steine sind natürlich jetzt wieder am Sinken. Wie sieht es denn aus mit unserem Arbeitercamp? Ist das schon umgebaut? Nein, noch nicht. Das sollte doch hier irgendwo errichtet werden. Ich glaube, das wollten wir hierhin verlagern. Das war doch hier. Oder ist das das hier? Das hier ist es. Da wird aber nur... Oh, da wird auch, kann auch bepflanzt werden. Das ist ja cool. Aber die machen hier keine Steine. Schau noch mal kurz, ob das andere lagert. Das ist hier das eine. Das hier. Ja, das war das. Doch, da müssen wir Steine noch mit reinnehmen. Unbedingt. Einmal noch Steine und dann muss hier leider noch einer mit rein. Und hier kann man sogar wieder bepflanzen. Das ist ja cool. Sehr schön. Und die Leute hier... Die sind anscheinend von hier, oder? Ja, aber warum bauen die denn die Steine hier nicht ab? Wäre doch viel sinnvoller. Einmal Steine abbauen. Sehr schön. Hier ist auf jeden Fall jetzt sehr viel Stein zum Abbauen. Das sollte funktionieren. Und wenn wir noch mehr Attraktivität haben, dann sollten auch wieder die ersten Häuser aufgewertet werden. Dann haben wir auch wieder mehr Platz. Wir haben aber immer noch Platz für um die 60, nicht ganz 60, weitere Bewohner. Hoffentlich kommen noch mal welche zu uns. Es schneit, Leute. Schaut, wie idyllisch das aussieht. Richtig schön. Also ich mag unsere kleine Siedlung. Ja, ich weiß, wir haben wenig Bauhandwerker. Machen wir mal 23 draus, ob das dann besser funktioniert. Nahrung im Winter auch gerade wieder etwas knapp, aber über den Winter sollten wir kommen. Was ist denn hier? Ah, hier war gerade anscheinend ein Rattenproblem. Aber das hat sich schon erledigt. Jawohl, sehr gut. Und hier in der Schusterwerkstatt ist auch einer weniger. Okay, und der andere, der ist berauscht. Ihr sollt eure Sachen machen, Leute. Und euch nicht vollsaufen. Unmöglich. Was passiert hier? Was habt ihr für Probleme?
Ach, ihr habt euch geprügelt, weil ihr berauscht seid? Ja, sagt mal. Was soll das denn? Greift an, berauscht. Ja, das haben wir nun davon, wenn die Leute sich betrinken. Sag einmal, kann ich da irgendwas gegen machen? Kannst du mal aufhören? Du sollst niemanden angreifen. Ich glaube, bei dir hakt's ein bisschen. Berauscht. Das finde ich schade, dass man den nicht irgendwie in sein Haus schicken kann. Du sollst niemanden angreifen. Wir schicken ihn jetzt einfach mal ganz weit weg. Der soll mal einen berauschten Spaziergang machen in die Wildnis und soll sich mal auskurieren hier. Huch, wo ist er denn jetzt? Sage ich ihm jetzt, dass er dahin soll? Nein, das war sie nicht. Die sind alle berauscht hier. Unmöglich. Na gut. Ich habe leider den Pöbel-Hannes hier aus den Augen verloren. Da greifen die sich einfach an, weil die berauscht sind. Wie sieht's hier aus? Da sucht jemand nach Medizin. Okay. Und wir haben wieder den Winter überstanden und ein neues Jahr erreicht. Wir sind inzwischen im Jahre 76. Ja, Häuser brauchen wir erstmal nicht mehr bauen. Was ich gerne machen möchte, nach und nach eben die Straßen noch ausbauen. Vielleicht, ah ja, da warten wir aber mal noch. Wir haben sehr wenig Steine leider. Aber hier die Straße muss auf jeden Fall auch noch ausgebaut werden. Und hier hätte ich ja auch gerne noch einen Weg entlang. Ja, das sieht gut aus. Das gefällt mir schon einmal. Dann können wir hier die Straße noch fortführen, außenrum. Einmal um die Bibliothek. Jawohl. So, wie sieht es mit unserem Platz aus? Ah, da sind einfach andere... Oh, cool. Ach, schade, dass die Bank jetzt aber leider in die falsche Richtung ist. Das wäre natürlich andersrum schöner gewesen jetzt. Ein kleiner mit Backsteinen gepflasterter Platz mit einer Bank. Das wäre natürlich schöner, wenn die Bank jetzt in Richtung Brunnen gegangen wäre. Aber trotzdem schön. Dann wissen wir aber fürs nächste Mal, dass wir das ein bisschen andersrum machen müssen. Theoretisch könnten wir die Straße hier auch nochmal entfernen und da auch nochmal einen Platz machen. Aber jetzt lassen wir erstmal die Bibliothek errichten. Zwei Dorfbewohner sind schon wieder krank, leider. Ach, einer hat sich aber schon erholt. Der hatte gebrochene Knochen. Einer hat die Ruhe. Okay. So, wie sieht's aus? Brauchen wir noch irgendwas? Also eigentlich sehen doch unsere Materialien echt recht gut aus. Was wir aktuell nicht haben, ist Wurzelgemüse und Pilze und Obst. Aber das ist ja nicht so schlimm. Nüsse und Eier. Gut, die müssen wir jetzt aktuell ja auch nicht unbedingt haben. Aber Papier sieht gut aus. Bücher. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo unsere Buchbinderei nochmal ist. Finde ich auch schade, dass man das da nicht anwählen kann. Ich möchte gerne... Wo ist denn... Wo ist unser Buchbinder? Schade. Also, wir suchen einmal den Buchbinder. Wir hatten ja hier unsere Papierfabrik. Ein Rattenfängerhaus, ein Warenlager. Das ist ein normales Haus. Normale Häuser. Oh, und schaut mal.
Unsere Bibliothek ist auch fertig. Ja, die ist aber sehr hübsch. Das sieht natürlich sehr schön aus. So, wir können... Ach nein, die Straße wollte ich jetzt nicht anlehnen. Hier. Bibliothek wird beliefert. Sorgt für Unterhaltung. Das heißt, die muss natürlich erst mit Büchern versorgt werden. Okay. Aber das sieht schon mal sehr schön aus. Ja, wir müssen unbedingt unseren Buchbinder finden. Ein Händler ist eingetroffen. Können wir was verkaufen? Da können wir aktuell nicht wirklich was verkaufen. Sehr schade. Haben wir ein schönes Relikt? Was wäre das hier? Produziert mehr Flachs. Nein, das möchte ich nicht. Gut. Das brauchen wir also nicht. Wir suchen weiter nach unserem Buchbinder. Kann das sein, dass wir den hier in die neue Siedlung mitgebaut haben? Ja, hier unten. Okay, da setzen wir mal noch einen ein. In der Hoffnung, dass wir dann noch mehr Bücher produzieren. Hier ist unser Buchbinder. Der versorgt jetzt unsere Bibliothek. Aber aktuell bietet das Gebäude noch keine Unterhaltung. Es fehlen Bücher. Können wir Bücher kaufen bei dem guten Händler? Schade, keine Bücher hat er dabei. Sehe ich aber auch nirgendwo. Kann ich leider nicht entdecken. Auch bei uns nicht. Aber ein Buch haben wir doch. Nein, wir haben gar keine Bücher mehr. Das heißt, wir müssen einmal auf einen Händler warten, der Bücher hat. Bücher wären ganz gut. Gut, Kerzen sieht gut aus. Mehl, wir haben auch sehr viel Mehl. Das sieht auch gut aus. Hier könnten wir verkaufen, wenn jemand das kaufen wollte. Okay. Also einmal warten, dass jemand Bücher verkauft. Das wäre gut. Was ist hier? Weberei. Da nehmen wir mal raus, die Leute. Also wir können auf jeden Fall noch viel mehr produzieren, wenn wir noch mehr Leute haben. Hier ist noch so viel Platz, wo wir Arbeiter reinstellen können. Das wäre natürlich ganz cool dann. Und hier können wir noch was aufwerten. Wunderbar. Ah, schön. Also da können wir noch einiges machen. Nahrung ist jetzt bei 4. Da nehmen wir auch mal noch einen wieder raus. Und wir hoffen, dass dann bald die Bücher produziert werden. So, und unsere Steinstraße hier, die würde ich auf jeden Fall auch gerne einmal verbessern. Die hier. Die warte ich nochmal. Vielleicht machen wir die nach drüben. Ich glaube, die machen wir nach drüben. Dann machen wir einmal Gebäuderückbau und machen die einmal hier so entlang. Das fände ich schöner. Können wir den auch nochmal verbessern, den kleinen Platz? Ja, was würde das kosten? Das machen wir. Kostet uns keine Steine, sondern nur Ziegel. Also hier, Backsteine besser gesagt. Den Brunnen, den können wir ja leider nicht weiter verbessern. Und dann machen wir, ja, jetzt sind die Bänke leider wirklich in die falsche Richtung. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Können wir leider nicht umdrehen. Wenn wir das jetzt natürlich rückbauen. Ja, aber aus optischen Gründen müssten wir das eigentlich fast machen. Oder wir machen hier einmal noch den kleinen Platz und schauen mal, wie uns das dann gefällt. Einmal hier noch den kleinen Platz ausbauen. Und hier dann die Steinstraße entlang.
Und hier könnten wir eventuell noch, haben wir da noch irgendwas Schönes? Zierbaum ist zu groß, eine Blumenvase. Die würde sich doch hier noch ganz schön machen. Oder, was auch schön aussehe, einfach nur ein Bäumchen. Einfach nur ein kleiner Baum. Das fände ich auch schön. Machen wir hier eine Birke hin. Und, oh, vielleicht hier noch eine schöne Eiche. Ja, das fände ich auch schön. Dann haben die wieder was zu tun, die Leutchen. Wunderbar. Oh nein, wir werden angegriffen. Oh nein. Wo denn? Zeigt mir da, wo die angreifen. Bitte zeigt mir mal richtig, wo die angreifen. Pause, Halt, Stopp. Zeigen wir nur hier. Irgendwo wird schon wieder die Mauer angegriffen. 7 Plünderer versuchen, die Mauer zu durchbrechen. Aber wo denn? Warum kann ich das nicht richtig anwählen? Sind die hier schon wieder getötet worden? 70 Plünderer. 11 wurden bereits getötet. Es wird mir aber... Ich kann hier raufklicken und leider... Sind das hier Plünderer? Ja, hier sind schon mal welche. Okay, die kommen also von hier. Wir werden einmal unsere Soldaten anheuern. Einmal bitte Kampfgebiet markieren. Das ist nur echt jetzt ärgerlich, dass ich nicht sehe, wo die Mauer angreifen. Aber wir schicken die mal hierher. Lassen mal weiterlaufen. Fünf versuchen nur noch die Mauer zu durchbrechen, aber das sind doch keine 70 hier. Gut, aber hier kommen auf jeden Fall welche. Unsere Soldaten stehen dann hoffentlich bereit. Ich gucke nochmal die Mauer ab. Auch keine Kampfmusik zu hören jetzt, das irritiert mich. Hier sieht eigentlich auch alles gut aus. Ah, hier waren auch anscheinend ein paar. Ja, hier waren ein paar Plünderer demnach. Das heißt, hier kommen unsere Soldaten gleich. Ah, hier kommen sie. Alles klar. Wo sind unsere Soldaten? Die kommen gerade. Sehr gut. Hier sind ja die Wachtürme. Jetzt kommt auch die Kampfmusik. Okay, und jetzt wird erstmal wieder gekämpft. Lassen wir hier oben erstmal unsere Soldaten arbeiten. Jawohl. Und dann einmal hier runter, bitte, Leute. Natürlich schön, dass die jetzt von der Mauer hier aufgehalten werden. Da können wir die nacheinander eliminieren. So, einmal. Na los, alle bitte angreifen. Einmal bitte alle schön unsere Stadt verteidigen. Die wollen sich zurückziehen. Ja, weitermachen, Leute. Einfach schön weitermachen, bitte. Einmal weiterkämpfen. Hinterher. Ja, ich glaube, das funktioniert. 60 wurden getötet, 70 greifen an, 62 wurden getötet. Ja, wir werden sie alle niedermetzeln hier. Hinterher. 64 wurden getötet. Vielleicht schaffen wir noch einen. Los, hilf mal mit, greif mal mit an. Halt ihn auf.
Oh nein, ja doch, ich dachte schon, er hat jetzt weniger Lebenskraft. Er darf weitermachen. Ich glaube, wir holen sie nicht mehr ein, aber zumindest... Doch, einen haben wir noch. Unsere Bogenschützen helfen noch fleißig mit. Ist hier noch irgendjemand, der mithelfen kann? Irgendein Arbeiter noch? Nein, aber ich glaube, wir haben sie abgewehrt. Ich glaube, wir schaffen das. Nur wieder unsere Sammler hier und unsere Jäger, die wurden leider wieder anscheinend getötet. Gut. 67 wurden getötet. Und 3 fliehen noch. Wir können sagen, einmal zur Kaserne zurückkehren. Angriff abgewehrt. Sehr gut. Dann wird auch, denke ich, gleich noch das Endergebnis gezeigt. Die anderen sind gerade noch am Fliehen. Was ist hier? Hier fehlt auch wieder jemand. In der Töpferei. Nehmen wir auch einmal noch raus. Also ihr seht, wir haben wirklich noch genug Platz. Hier brauchen wir wieder jemanden. Aber noch genug Platz, um Leute einzustellen, arbeiten zu lassen. So, was können wir verkaufen? Können wir irgendwas kaufen? Bücher? Leider auch nicht. Was ist das hier? Soldaten und Wachen fügen 15% mehr Schaden zu. Das ist natürlich auch cool. Aber ich glaube, das hat recht gut funktioniert. Können wir erstmal noch abwarten. Vielleicht finden wir noch ein richtig schönes Relikt. Und ich hätte gerne Bücher. Denn keiner für uns Bücher. Schade. Verkaufen brauchen wir hier leider auch nichts. Seife. Seife bräuchten wir selber. Wir haben wenig Seife. Können wir aber leider nicht kaufen. Bier ist gut. Okay, das sieht schon mal schön aus. Fragezeichen ist im Handelsposten mit seinen Waren eingetroffen. Er ist daran interessiert, Gold für die Waren der Siedlung auszugeben. Ja, dann kauf doch was von uns. Wir haben aber leider nichts zum Verkaufen. Hey. Plünderer sind anscheinend noch nicht komplett aus dem Spiel. Sind noch am Fliehen. Der Reih kann noch abgegradet werden und ja, ich denke, das sieht erstmal gut aus. Den brauchen wir erstmal nicht weiter. Die sind alle wieder geheilt, sind alle vollständig ausgestattet und wir könnten noch viel mehr. Also das sieht auch echt gut aus, denke ich. Wunderbar. So, Dorf wurde geplündert. Umfang des Raubzuges 70 Plünderer. 67 wurden getötet. Ein Dorfbewohner wurde nur getötet. Es wurde nichts zerstört und es wurde nichts gestohlen. Sehr gut, haben wir abgewehrt. Das klappt also hervorragend. Wir müssen mal nach unserer Nahrung gucken. Fleisch haben wir aber genug eigentlich. Wir haben so viel Fleisch, also das sollte, glaube ich, ausreichen. Milch haben wir auch zu Genüge, genauso wie Konserven und Obst. Ja, das sieht doch gut aus. Hervorragend. Und hier, ja, fehlt leider in der Bibliothek, fehlt es an Büchern. Aber vielleicht ergibt sich das noch mit der Zeit. Wir könnten eventuell... Machen wir doch mal noch einen rein. Dass der auch noch ein bisschen Bücher bindet. Das ist schön. Gut. Ja, dann war es das erstmal schon wieder hier für unsere Folge. In der nächsten Folge hoffe ich, dass wir dann auch Bücher haben werden. Dass unsere Bibliothek dann die Arbeit aufnimmt sozusagen. Und wir da auch wieder mehr Unterhaltung haben. Und eben vor allem dann eben auch Attraktivität. Denn ich glaube, die Attraktivität ist jetzt noch nicht da, sofern wir noch keine Bücher haben, oder? Unterhaltung ja, aber Attraktivität? Ach doch, ich glaube ja. Attraktivität ist trotzdem schon da. Sehr cool. Okay, wunderbar.
Dann war es das jetzt aber erstmal wieder. Ich verabschiede mich. Ich hoffe, ihr hattet wieder eine entspannte Zeit. Und ich hoffe, ihr schaut auch in der nächsten Folge wieder mit rein, wie sich unsere kleine, aber feine Siedlung weiterentwickelt. Bis zum nächsten Mal also und tschüss.